Alex Schwarzer, Michael Messmer, 1. FC Köln. Ich kürze nochmal ab. Schuhe ausklopfen war gerade wichtiger als 3 Punkte für den 1. FC. Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Absolutes Herzschlagfinale. Man kann fast meinen, die Partien hier in Recklinghausen gehen immer so aus. Letztes Jahr waren wir die Glücklichen, die kurz vor Schluss einen Siegtreffer feiern konnten in einer sehr umkämpften Partie. Heute war es der FC, letzter Standard. Tolles Kopfballtor oder Schuss. Ich habe es noch gar nicht so richtig in Erinnerung. Unter die Latte. Riesenjubel, Freudentaumel. Erzählt mir was. Ja, Herzschlagfinale würde ich unterschreiben. Also mein Puls war eigentlich über die gesamte Strecke relativ weit oben. Jetzt heißt es erstmal für uns, glaube ich, ganz tief durchatmen. Und natürlich nehmen wir die 3 Punkte sehr gerne mit. Ja, wenn man auf das Spiel schaut und ich glaube 96., 97. Minute war es jetzt, dann ist es sicherlich auch glücklich, dass wir die 3 Punkte mitnehmen nach Köln. Aber ja, machen wir gerne. Und jetzt müssen wir runterputzen und die Woche über wieder sauber und klar werden, im Kopf klar werden und sauber trainieren. Und ja, also ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch auch wirklich nach Recklinghausen. Das war wirklich eine gute Leistung, weil der Gegner es uns heute unheimlich schwer gemacht hat, muss ich sagen. Oft in vielen Situationen auch den Schneid abgekauft hat, in Aktionen sehr nah am Gegner dran gewesen ist, uns schwer gemacht hat, die Zweikämpfe zu bestreiten. Und ja, wir haben uns da sehr, sehr schwer getan. Und im Endeffekt, muss ich sagen, glücklicher Dreier für uns. Und so geht es jetzt weiter. Maike, aus Sicht der Kapitänin. Ja, wir haben uns natürlich viel vorgenommen. Auch wir hatten das Spiel von letzten Jahren noch im Hinterkopf. Ist ja keine Frage. Das ist damals, wie gesagt, nicht gut für uns rausgegangen. Deshalb umso schöner für uns, dass jetzt in der Nachspielzeit noch für uns dann zum Glück positiv ausgegangen ist. War für uns natürlich noch viel, viel schöner. Hat man, denke ich, am Ende auch gemerkt an unserem Jubel, dass uns das sehr, sehr gut getan hat. Wie Alex schon gesagt hat, hat es uns Recklinghausen sehr, sehr schwer gemacht. Also wir müssen sagen, haben wir so nicht erwartet. Ich meine, klar, auch Konterrasen uns nicht immer zum Vorteil. Wir trainieren natürlich auf Kunstrasen und spielen auch öfter. Das hat man wahrscheinlich auch gemerkt. Es ist immer schwierig, da auf dem Rasen dann auch zu spielen, wenn die Bälle natürlich nicht so kommen oder immer mal wieder verspringen wie auf dem Kunstrasen, was dann nicht der Fall ist. Deshalb auch da nochmal von meiner Seite Respekt an eure Seite. Es war wirklich gut, dass das stark macht weiter so. Und ich glaube, dann werdet ihr auch noch am Ende positiv dastehen. Die 5. Jahreszeit ist ja gerade zu Ende gegangen. Ich als gebürtiger Leverkusener, ich bin ja nicht weit von euch entfernt sozusagen. Jetzt hatte man heute nochmal ein weiteres Alaaf-Erlebnis. Die örtliche Presse sprach im Vorfeld davon, 1. FFC Alaaf oder Niederschlag. Wie ihr es schon angesprochen habt, ich glaube, Niederschlag kann man nicht sagen. Der FFC hat gegen Gladbach und gegen Bochum nicht unbedingt was abgerufen, auch in der ganzen Saison schon nicht so abgerufen, was optimal ist, aber ich glaube, ihr seid schon hier hingekommen, habt gedacht, okay, das machen wir ein bisschen einfacher. Jetzt ist es so gekommen, wir in Recklinghausen haben ohnehin schon gesagt, der 1. FC wird dieses Jahr sehr schwer Einhalt zu bieten sein, aufgrund der Tatsache, die erste Mannschaft gestaltet ja auch ihr Rennen ganz, ganz positiv und ich glaube, ihr habt ganz klar Kurs 2. Liga eingeschlagen, oder? Wenn man jetzt heute auf die Tabelle schaut, dann kann man das vielleicht denken, ja. Und natürlich darf man in Köln träumt man gerne und man träumt auch gerne groß. Und da können wir uns bestimmt auch nicht ganz von frei sprechen. Wir spielen bisher eine sehr gute Runde, machen das gut. Und es war aber auch, muss man ehrlich sagen, Anfang der Saison jetzt nicht der feste Plan. Und es konnte auch nicht so wirklich vorhergesehen werden, dass es bisher so gut gestaltet werden konnte und wir so gut dastehen. Es ist, glaube ich, eine sehr starke Liga. Meiner Meinung nach stärker auch im letzten Jahr. Und das haben wir aber auch im Hinterkopf. Also gerade auch die nächsten beiden Gegner, die jetzt kommen mit Bochum und Gladbach, das sind beides Mannschaften, die stark aufgestellt sind, die es uns auch beide im Hinspiel nicht einfach gemacht haben. Und da sind wir sicherlich gewarnt. Aber wir waren auch eigentlich heute gewarnt, aber Fußball ist ja sicherlich auch oft Kopfsache. Das war uns auch schon bewusst und uns war schon auch klar, dass es heute nicht einfach wird und bestimmt auch kein Alleingang hier werden kann von uns. Aber ja, wir haben hoffentlich heute auch gelernt, dass wir 100% abrufen müssen, egal gegen welchen Gegner, egal wo.
und nicht nur in den Top-Spielen. Ich denke, da haben wir sicherlich noch ein bisschen Bedarf zu lernen, aber wir haben auch eine junge Truppe und das ist es halt auch eben. Wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Wir wollen natürlich auch nächste Woche gerne das Spiel positiv gestalten und sehen dann von Spiel zu Spiel weiter. Und was dann am Ende unterm Strich steht, nehmen wir vielleicht gerne mit. Und dann gucken wir mal, ob dann Köller Alav ganz kurz geschrieben wird. Ja, sauber. Klassisches Trainer-Statement. Ne? Die Kirche im Dorf lassen, aber dennoch um seine Qualitäten bewusst sein. Wir drücken euch fest die Daumen. Danke für den sympathischen, emotionalen und ereignisreichen Auftritt hier und ja, weiterhin viel Erfolg an euch. Danke. Danke, gleichfalls.